Fuminori Nakamura ist ein japanischer Autor, den ich ganz besonders ins Herz geschlossen habe. Und in diesem Video möchte ich euch ganz allgemein etwas zu den Büchern des Autors, die bisher auf Deutsch erschienen sind, erzählen. Aber wir wollen auch insbesondere zu dem Werk kommen, das relativ frisch auf Deutsch erschienen ist von ihm. Und zwar ist das Der Revolver. Und somit werde ich euch in diesem Video noch etwas über die beiden anderen Werke von ihm erzählen, die ich zuerst gelesen habe. Und euch dann genaueres zum Revolver, das war nämlich sein Erstling, erzählen. Bleibt doch sehr gerne dran, wenn ihr Lust darauf habt, eine richtig tolle Autorenempfehlung zu bekommen, denn das ist Fuminori Nakamura auf jeden Fall. Und ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu Zfonk. Ich bin Isa und ich begrüße euch zum heutigen Video. Heute gibt es nicht einfach nur eine Rezension. Ich habe mir überlegt, ich mache noch ein bisschen mehr dazu. Einfach weil Fuminori Nakamura ein Autor ist, den ich unheimlich schätze und dessen Bücher ich auch sehr genossen habe. Und somit, ja, wird das Ganze nun etwas größer. Kurz vorweg, wenn ihr regelmäßig Empfehlungen zu tollen Büchern oder AutorInnen haben wollt, könnt ihr meinen Kanal jederzeit kostenlos abonnieren. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, das hilft mir sehr. Genauso könnt ihr mir auch jederzeit einen Kommentar mit euren Leseeindrücken schreiben, das würde mich auch sehr freuen. Und ja, nun starten wir endlich mit dem Video. Ja, Fuminori Nakamura, das ist dieser Herr hier. Geboren ist er im Jahr 1977, er lebt aktuell in Tokio. Auf Japanisch sind ungefähr 15 Romane von ihm erschienen, dazu noch diverse Kurzgeschichtensammlungen. Und auf Deutsch sind bisher drei verschiedene Bücher von ihm erschienen. Das erste war Der Dieb, dann folgte Die Maske und jetzt relativ neu haben wir dann eben den Revolver. Und ich werde euch ein bisschen was zu meiner Lesereise erzählen. Reise im Sinne von, ich habe die Bücher gelesen, ich habe Japan leider immer noch nicht bereist, aber das steht definitiv noch auf meiner Bucketlist. Zurück zum Thema. Das erste Buch, das ich gelesen habe, war Die Maske. Und dieses Buch ist mir auf der Litblog Convention im Jahr 2018 begegnet. Das ist eine Veranstaltung, an der mehrere Verlage teilnehmen, regelmäßig eben auch der Diogenes Verlag. Und dann habe ich es einfach mal mitgenommen, weil ich mir dachte, ich mag japanische Literatur sowieso sehr gern und damit könnte ich dann ja eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Und ich wurde absolut positiv überrascht. Also ich habe zwar angenommen, dass es mir gefällt, aber meine Erwartungen waren jetzt nicht gigantisch. Zu dem Zeitpunkt hatte ich zu diesem Buch auch noch nicht so viel gehört. Es ist ganz grob gesagt ein Familienroman, der in einer Yakuza-Familie spielt. Zumindest ist er das ganz am Anfang und dann driftet das Buch völlig ab und wird zu einem sehr durchgeknallten Kriminalroman, der aber absolut spannend und komplex ist und man ist einfach völlig platt von dem, was einem hier in diesem Buch begegnet. Das ist so ganz grob mein Eindruck dazu und ich habe es einfach total geliebt. Ich war total, ja, verzaubert davon, wie andersartig dieses Buch doch ist und was der Autor aus dieser Thematik macht. Es geht nämlich ganz am Anfang um einen Jungen, der in dieser Yakuza-Familie aufwächst und dieser wächst dann eben heran und später haben wir ihn dann auch nochmal im Erwachsenenalter. Ganz zu Anfang geht es darum, dass sein Vater zu ihm sagt, dass ja, dieser Sohn auf die Welt gekommen ist, um Böses in der Welt zu erwirken und gewissermaßen erpresst sein Vater ihn auch. Und daraufhin fasst unser Protagonist einen irreversiblen Beschluss und tut etwas ganz Schreckliches, was ihn aber eben auch noch viele Jahre begleiten soll. Und so wird er eben zu einem ganz anderen Menschen, der dann eben die Maske aufsetzt. Und ich fand, das war so ein spannungsgeladener, aber auch besonderer Roman. Also das ist jetzt keineswegs irgendwie ein Krimi oder Thriller in dem Sinn. Ich finde, Roman passt hier schon ganz gut, weil das einfach so eine verrückte und irgendwie neuartige Sache ist. Und ich war einfach total geflasht davon, was uns hier in diesem Buch erwartet. Und daraufhin musste dann auch Der Dieb her. Der Dieb ist im Original im Jahr 2009 erschienen, war dann auch die erste deutsche Übersetzung, die von Fuminori Nakamura erschienen ist, während Die Maske im Original 2010 rauskam. Insofern habe ich die Bücher quasi in umgekehrter Reihenfolge, was ihr Erscheinungsdatum anbelangt, gelesen. Ich habe also quasi das Neueste zuerst gelesen, das war Die Maske. Dann das Mittelneue quasi war dann Der Dieb und ja, Der Dieb
beschäftigt sich genau mit diesem Dieb und hier hat mich der Klappentext völlig irritiert und ich möchte ihn euch auch noch mal ganz kurz vorlesen. Er betreibt sein Metier in den belebten Straßen Tokios und den überfüllten Wagen der U-Bahn. Er steht mit kunstvollen, fließenden Bewegungen. Der Diebstahl ist der Kick in seinem Leben, das Gefühl, seinem Schicksal zu entrinnen für den Moment. Doch seine dunkle Vergangenheit holt ihn wieder ein. Ein grandioser Thriller und eine dunkle, abgründige Geschichte über Schicksal und Einsamkeit schnörkellos und atemberaubend erzählt. So, woran ich mich hier gestört habe, ist, der Typ ist doch schon Dieb. Wieso driftet sein Leben dann jetzt noch weiter ab? Also, was kann denn daran noch katastrophaler sein? Aber wenn man diesen Protagonisten kennenlernt, merkt man eigentlich schon direkt, was da los ist. Denn skurrilerweise baut dieser Roman so eine Empathie zu unserem Protagonisten auf. Es handelt sich zwar um einen Dieb, aber er hat so seine Prinzipien, rutscht dann quasi in den falschen Deal rein und hat dann eine ganze Stange Probleme, vor denen er steht. Nichtsdestotrotz wird immer wieder gezeigt, dass er eigentlich doch ein gutes Herz hat und ja, dass er im Endeffekt auch ein ganz großes Gerechtigkeitsbestreben hat, was vielleicht ein bisschen skurril ist, wenn man Dieb ist. Aber das Ganze ist ein kurzes, knackiges Porträt von diesem Dieb und wir erfahren ein kleines Stück seiner Geschichte. Wir erfahren auch nur sehr kryptisch etwas über ihn, denn wir erleben ihn wirklich im Moment. Wir haben zwar manchmal so ein paar Beziehungen zu anderen Personen, aber alles in allem ist Der Dieb ein Roman, der in deutlich kleinerem Rahmen spielt als zum Beispiel Die Maske. Denn wir haben es eben ja mit so ein paar Kriminellen zu tun und dann pflegt unser Dieb eben auch noch so ein paar andere Beziehungen. Aber alles in allem ist der Rahmen doch deutlich kleiner. Aber das habe ich hier auch total genossen, denn es war einfach so eine schöne Beschreibung von diesem Charakter. Und obwohl das Buch nicht lang ist, also ja, es liegt bei knapp unter 200 Seiten, haben wir es hier dann doch mit einer komplexen und sehr gut ausgearbeiteten Persönlichkeit zu tun und das hat mich total umgehauen. Also im Grunde genommen mochte ich den Dieb, glaube ich, fast noch ein bisschen mehr als die Maske, denn ich fand einfach, dass man sich hier auf viele wesentliche Dinge beschränkt, aber trotzdem ist das Ganze so ein schönes Gesamtbild und ich fand das einfach ganz, ganz genial, auch richtig toll geschrieben. Das muss man auch dazu sagen. Die Sprache in dieser Übersetzung ist auch relativ locker. Sie lässt sich gut lesen, sie geht richtig schön unter die Haut und ja, man hat gleich einfach das Gefühl, mitten in der Szenerie zu sein und das schafft Fuminori Nakamura hier so toll, beziehungsweise die Übersetzung eben auch und mich hat das total umgehauen. Also Der Maske habe ich 5 Sterne gegeben. Ich glaube, dem habe ich auch 5 Sterne gegeben. Ich war vielleicht im allerersten Moment hier so ein bisschen enttäuscht, weil wir es hier einfach mit diesem kleinen Rahmen zu tun haben. Aber die Kunst, die dahinter steckt, ist ganz, ganz groß. Und das ist einfach ein Buch, das mich, je länger ich drüber nachdenke, einfach immer noch so sehr begeistert und das ist eine ganz, ganz krasse Stärke, wie ich finde. Und insofern war Der Dieb eben auch eine ganz riesige Leseempfehlung. Also das könnt ihr euch definitiv auch merken. Und ja, das waren dann so die beiden bisher erschienenen Werke von Nakamura, die ich gelesen habe. Und dann kam in Leipzig im Frühjahr auf der Buchmesse die frohe Kunde, dass jetzt eben noch ein drittes Werk von Nakamura auf Deutsch erscheint. Und dabei handelt es sich um den Revolver. Und ich habe jetzt zwar einiges an Vorgeplänkel gemacht, aber das hier soll jetzt auch der Hauptgegenstand des Videos sein. Das wollen wir uns etwas genauer anschauen, denn über die beiden anderen Werke habe ich schon in Lesemonaten berichtet. Das ist euch wahrscheinlich, wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt, jetzt nicht komplett fremd gewesen. Aber das hier ist neu. Das ist nämlich Der Revolver, der ist jetzt im Herbst ganz frisch erschienen und ich habe ihn auch relativ frisch beendet, habe das Buch fürchterlich durchgesuchtet. Das hier ist ein Rezensionsexemplar. Vielen Dank nochmal dafür an Diogenes. Vielleicht noch kurz zur Ausgabe. Das ist ein Hardcover für 22 Euro. Das hat auch wieder knapp unter 200 Seiten. Leider kein Lesebändchen, aber dieses Buch ist eben auch relativ dünn. Da finde ich das eben noch in Ordnung. Unterm Schutzumschlag haben wir wieder
diese schöne Leinenoptik von Diogenes, die ich sehr, sehr schön finde. Und ja, ich glaube, sehr viel mehr Spektakuläres gibt es dazu nicht zu sagen. Von daher tauchen wir jetzt erstmal in das Innenleben des Buches ein. Besagtes Innenleben besteht zu Anfang erstmal aus einem Vorwort von Fuminori Nakamura selbst, was ich echt cool finde. Und darin stellt er erstmal klar, dass es sich um sein Erstlingswerk handelt. Das Ganze ist in Japan im Original erstmal in einer Zeitschrift erschienen, beziehungsweise war das, glaube ich, auch eine kürzere Geschichte, die in der Zeitschrift abgedruckt wurde. Und dann wurde ein Jahr später daraus ein richtiger Roman. Also der Roman, der jetzt hier in der Übersetzung erschienen ist, ist im Original im Jahr 2003 rausgekommen, also bereits ein bisschen älter. Aber ich persönlich finde, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Und naja, bevor ich dazu komme, warum das so ist, kommen wir jetzt erstmal zum Inhalt. Ganz grob gesagt geht es in Der Revolver um einen Revolver. Das Ganze heißt im Original auch Ju, also sowas wie Schusswaffe, Pistole, ganz allgemein gefasst. Von daher passt der Titel Revolver, Der Revolver hier eben auch ganz, ganz toll, reiht sich gleichzeitig auch ganz toll mit den anderen Titeln in eine Reihe. Und hierin findet ein Student eine Waffe. Unser Protagonist sucht am Anfang des Buches Unterschlupf vorm Regen und findet diesen unter einer Brücke. Dort ist er aber gewissermaßen nicht allein, denn es liegt dort eine Leiche. Dann passiert etwas, was sich jeder Logik entbehrt, und zwar hat diese Leiche einen Revolver dabei, und statt dass unser Protagonist die Polizei alarmiert oder auf irgendeine Art und Weise geschockt ist, nimmt er einfach diesen Revolver an sich und geht weg. Und daraufhin, ja, wird quasi eine ganze Lawine von Ereignissen und Veränderungen angestoßen, denn fortan dreht sich sehr vieles im Kopf und im Leben unseres Protagonisten nur noch um diesen Revolver. Denn er denkt immer mal wieder daran, wo ist denn mein Revolver gerade? Erst hat er ihn zu Hause liegen, fragt sich, ob er da denn sicher ist. Dann nimmt er ihn mit und denkt sich dann auch, oh, was ist, wenn jetzt jemand diesen Revolver sieht? Oder was könnte ich mit diesem Revolver tun? Und an sich macht diese Waffe aus unserem Protagonisten auch einen anderen Menschen. Denn irgendwie wird er durch diesen Gegenstand auch ein wenig gesteuert. Einfach, weil seine Gedanken immer wieder darum kreisen und auch seine Handlungen fangen an, sich zu verändern. Er wird zu einem regelrechten Ekel, und dabei ist auch gar nicht klar, was davon er vorher schon war und was jetzt durch diesen Revolver bedingt ist. Wir haben einen Protagonisten, der unsympathisch ist, der sich teilweise fürchterlich verhält, aber dennoch ist es ein wunderbares Beispiel dafür, dass Protagonisten eben nicht immer sympathisch sein müssen, sondern dass diese, ja, nicht vorhandene Sympathie auch dazu führen kann, dass dieser Charakter interessanter wird. Und das haben wir hier allemal. Das hat mich sehr, sehr begeistert, und man merkt auch während des Buches immer mal wieder, dass das Ganze einfach zu einer Katastrophe führen muss. Man hat es schon im Urin, dass es hier kein Happy End geben kann, aber der Autor schubst einen immer wieder in die unterschiedlichsten Richtungen, und man hält schlussendlich so viele unterschiedliche Ausgangsweisen des Buches, die nun möglich sind, für plausibel und logisch, und man weiß gar nicht, ja, wie es denn nun schlussendlich ausgeht, weil einfach so viele verschiedene Faktoren zusammenkommen, weil einfach so viele verschiedene Dinge in diesem Buch Sinn ergeben könnten. Trotz der nicht mal 200 Seiten wird diese Geschichte in so vielen Facetten geschildert. Es gibt so viele komplexe Abläufe hier, teilweise eben auch komplexe Beziehungen, die unser Protagonist pflegt, bei denen auch nicht ganz klar ist, hätte er diese ohne den Revolver, ohne das Vorhandensein des Revolvers überhaupt in seinem Leben. Das ist immer sehr, sehr spannend, denn im Grunde genommen weiß eigentlich niemand etwas über diesen Revolver, bis auf unseren Protagonisten. Dementsprechend verändert sich sein Umfeld nicht, sondern eben nur er selbst. Und ja, wie dann eben gleichzeitig die Handlung voranschreitet, diese Katastrophe sich einfach unweigerlich ankündigt, ohne aber zu früh ihr Gesicht zu zeigen, fand ich ganz großartig. Und ich fand es auch ganz lustig, dass die Maske, also mein erster Roman, den ich von Nakamura gelesen habe, doch sehr facettenreich und groß war. Wir haben viele Charaktere.
dann in der Dieb wieder deutlich weniger und jetzt in dem Revolver wird das Ganze noch mal ein bisschen simpler. Also wahrscheinlich ist Nakamura einfach immer größer und komplexer geworden, nur habe ich das Ganze jetzt quasi umgekehrt kennengelernt und diese Welt Nakamuras zieht sich hier einfach auf so ein Minimum zusammen. Wir haben ein paar wenige Charaktere, dafür haben wir immer mehr Gedanken, sehr viele Gefühlsregungen. Es ist an sich ein eher ruhiger Roman, obwohl es ja um so eine brutale Schusswaffe geht. Aber wie das Ganze in diesem kleinen Rahmen abgespielt wird, ist einfach grandios und ich war unfassbar begeistert davon. Insgesamt bekommen wir ja einfach eine super spannende Geschichte, die davon lebt, dass unser Protagonist gewissermaßen fremdgesteuert ist, wenn auch nicht durch eine andere Person, sondern von einem Gegenstand. Und das fand ich hier so großartig, aber auch glaubwürdig umgesetzt. Das hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet und ich finde auch nicht, dass man merkt, dass das jetzt unbedingt der Erstling ist, denn das Ganze ist einfach so komplex, so facettenreich. Ich möchte damit nicht sagen, dass die Erstlingswerke von AutorInnen prinzipiell schlechter sein müssen als die Bücher, die sie später schreiben. Aber ich finde, dieses Werk hat einfach schon so eine gute Reife. Und ja, also wenn ihr schon mal was von Nakamura gelesen habt und es mochtet, dann kann ich euch den Revolver sowas von ans Herz legen. Ansonsten, wenn ihr noch gar nichts von Nakamura gelesen habt, dann kann ich es euch gleichermaßen empfehlen. Wenn ich eine Empfehlung aussprechen müsste, mit welchem Buch man anfängt, würde ich, glaube ich, fast den Dieb nehmen, weil dieses Buch halt doch sehr leicht zum Einstieg ist. Es sind Themen, mit denen kann eigentlich jeder was anfangen, auch wenn das hier gewissermaßen auch der Fall ist, aber ich finde, der Dieb, der geht halt nochmal leichter von der Hand, während hier alles doch sehr psychisch, sehr komplex ist. Das macht einen wahnsinnigen Spaß, also mir hat es zumindest einen wahnsinnigen Spaß gemacht, aber es ist, glaube ich, nicht ganz so einsteigerfreundlich wie der Dieb. Nichtsdestotrotz hat mich auch dieses Werk wieder völlig vom Hocker gehauen. Ich habe dem Werk 5 Sterne gegeben und ich kann es euch eben nur empfehlen, so wie eben auch den Rest von Nakamura. Also hier ganz, ganz große Liebe, eine große Empfehlung für euch von mir. Und das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allen Dingen weitergeholfen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!